Matthias Tanzt, Salzburger Restaurant on Stage, Kunst und Wissenschaft im Dialog. Insgesamt war das Projekt meine Zusammenarbeit im Wesentlichen zwischen dem hiesigen Museum und dem Salzburger Landesinstitut, aber es waren über die Vorarbeiten der Jahre sowohl bei Thomas Hörl als auch am Landesinstitut für Volkskunde weitere Institutionen und Museen und Universitätsinstitute daran beteiligt. Der eigentliche Dialog zwischen Kunst und Wissenschaft ist eben vor allem mit Thomas Hörl geführt worden, der von der Kunstuniversität am Schillerplatz kommt und derzeit auch Lektor an der Kunstuniversität in Linz ist. Thomas Hörl hat eben dann zusätzlich für dieses Projekt in den historischen Teil eingegriffen und hat Interventionen und Collagen und Interpretationen dazu gestaltet, die einen Bogen schlagen. Er schlägt damit vor allem den Bogen von seiner gegenwärtigen Arbeit zu den historischen Bildern und Texten, weil diese historischen Bilder ja auch bereits Interpretationen des Brauchgeschehens aus verschiedenen Blickwinkeln der Stadt, der Politik und auch des Tourismus darstellen. Warum heißt das Buch und die Ausstellung Matthias Tanzt, Salzburger Restaurant on Stage? Matthias Eder ist eben eine der auch persönlich fassbaren Figuren. Matthias Eder ist 1939 vom Phonogrammarchiv der Akademie der Wissenschaften gefilmt worden. Sie sehen den Film drinnen auf der Bühne von Thomas Hörl. Er hat also immer die einzelnen Schrittfolgen getanzt, dann ist ein Insert gekommen. Diesen Film, der ein Ausgangspunkt immer war für die Arbeit von Thomas Hörl, der das Ganze interpretiert und überarbeitet hat. Thank you.
Gestern, der Salzburger drin hat, wünsche euch einen Reim, einen Fried und einen Sumpf. Eigentlich Sie persönlich dazu gekommen? Die Dresdner sind ja ab dem Jahr 1946, 30 Jahre lang, ununterbrochen bis 1976 bei diesem großen Salzburger Adventsingend aufgetreten. 1988 habe ich dann begonnen, diesen Brauch von der Bühne des Festspielhauses wieder zurückzuführen in die Stuben der Bauernhöfe. Und da haben wir also begonnen, wieder uns auf diesen letzten Rauhnachtstag vor Dreikönig zu besinnen, der große landesweite Perchentag im Salzburger Land, wo wir dann am 5. Jänner immer abends am Stadtrand von Salzburg Bauernhöfe besuchen und dort in den Stuben diesen Pinzgauer Dresdner-Tanz tanzen, den Sie heute auch gesehen haben. Wenn Sie heute den Wurstl nur als mit Hut und Gewand da sehen, wir haben ihn wieder aktiviert inzwischen. Wir nehmen ihn wieder mit auf die Reise des Dresdner-Tanzes am 5. Jänner immer. Der Wurstl hat bei uns die Aufgabe, dass er den Tanzplatz mit dem Schlagen vier Kreuze in den Boden mit der Wurst, sage ich jetzt einmal, den Tanzplatz reinigt, bevor dann der Vorpärch, der Vordresdner hereinkommt und mit seinem Stampfschritt die Gruppe bittet, auf den Tanzplatz zu kommen. Ich habe mich eben sehr intensiv mit den 1920er und 30er Jahren beschäftigt und vor allem mit der Geschichte dieses Hauses. Und finde es jetzt sehr interessant, dass eines der ersten Bilder, das ich überhaupt gesehen habe in meiner Forschungsarbeit, das Foto von den Dresdner Tänzern im Hof des Volkskundemuseums war, offensichtlich zur Sommerszeit. Und ich wollte nur betonen, dass das halt wirklich definitiv eine Stadtkultur ist und eine urbane Kultur ist. Und dass das für viele dieser jungen Menschen, die dann nachher, also damals jungen Menschen, die das dann in den Bundesländern erforscht haben, dass die hier in Wien, in der Wiener Heimatkultur mehr oder weniger begonnen haben, die selbst volksgetanzt haben, die selbst Volkslieder gesungen haben und die dann mehr oder weniger über ihre eigene Freizeit- und Jugendkultur und aus der bündischen Jugend kommen, mehr oder weniger diese Gedanken mittragen, wieder in die Bundesländer und die Volkskultur in Österreich sehr nachhaltig bestimmt haben. Wir haben heute ja ausschließlich nur den Tanz der Dresdner gesehen und speziell in den 1920er und 1930er Jahren wird ja erstmalig dieser Tanz herausgehoben. Die Albinier tanzt ihn eben seit 1911 bei ihren Festen im Kurhaussaal für internationales Publikum. Und da plötzlich ist es jetzt ausschließlich nur noch ein Tanz, der auf die Bühne geht, der auf der Bühne inszeniert wird, dann auch mit Licht und mit Zutaten hervorgehoben wird. Und tatsächlich war der Dresdner Tanz ja der Höhepunkt eines langen Maskenauflaufs, wo eben dann immer ein Vorläufer da ist, wo sehr oft der Hans Wurst da ist, der mit seiner Wurst das Publikum wegräumt, den Tanzplatz freischlägt, Platz schafft, wo die verschiedensten komischen Figuren auch da sind, die mit dem Publikum in Kontakt treten. Das war ja ein reges Miteinander. Und erst wenn das alles quasi geordnet ist, der Vorläufer oder der, ich sitze auf der Leitung, der Kraxenträger, der Vogelhändler mit den Menschen ein bisschen kommuniziert hat, ein paar Sitten ausgestänkert hat, so quasi Neuigkeiten berichtet hat, da stürmen dann die Dresdner in die Stube und führen ihren Tanz auf. Das ist das ganz was anderes. Und davor kommen dann oft auch Figuren, die ihren Ursprung im venezianischen Karneval haben. Der Hahn, der die Narreneier legt, der den Frauen unterschiebt, damit sie weitere Narren ausbrüten und ähnliche Figuren. Die schierchen Berchten, die immer dabei waren als die wilden Männer in Venedig noch und so weiter. Also da kriegt es ja eine ganz andere Qualität. Und über dieses germanophile Denken und auch über die städtische Bühne, wir wissen nicht, was hier wirklich zuerst war oder welche Vorstellung zuerst war, wird dieser Tanz komplett herausgehoben und natürlich dabei mitisiert. Das Ausschlaggebende, was bei uns in Dresdner war das Tempo. Und das Tempo war dem
Chef von Salzburger Adventsingen, den Tobi Reiser, ein bisschen zu schnell oder zu auffallend. Und dann haben unsere alten Mitglieder damals gesagt, wir müssen das Tempo reduzieren. Und so diese Reduktion vom Tanztempo, den habt ihr heute zum Beispiel gesehen. Die alten Aufführungen von den Dresdner, die waren ein bisschen intensiver und schneller. Und so ist halt das jetzt geblieben. Und wenn man eigentlich so nachdenkt, ist es ja gar nicht so schlimm, wenn man das ein bisschen gemäßigter macht. Eine schöne Schilderung haben wir von 1841, wo Kürsinger, der Pfleger war im Pinzgau, den Tanz beschreibt und also beschreibt, wie der Maskenzug in die Bauernstuben hineinstürmt und wie die Tänzer da herumrasen und springen und einer soll sogar so hoch gesprungen sein, dass seine Füße die Decke berührt haben. Und er beschreibt das also als ein ganz höllisches Szenario in dieser Begeisterung des fremden Blicks der Städter auf eine Welt, die ihnen vollkommen fremd ist und die sie damals so gleich mit der außereuropäischen Welt der Wilden. Im Übrigen ist diese Dresdner Melodie oder diese Melodie allgemein inzwischen ein dankbares Opfer geworden im Sender, im Radio, nicht nur wahrscheinlich Radio Salzburg, dass sich junge Instrumentalisten, die sehr gut auf ihren Instrument sind, diese Melodie hergenommen haben und sie verjazzt haben. Es gibt also hier diese Perchtenmelodie in erster Linie. Und dann gibt es noch diesen sogenannten Max Kleiner Faschingsmarsch vom Reiser Tobi, der auch inzwischen so, ich muss fast sagen, grausig verjazzt worden ist. Man kann es einfach bald nicht mehr hören. Schon ein kleiner Einstieg in meine Arbeit, weil ich habe ja zum Beispiel auch die Aufnahmen, diese 5 Schallplatten, die aufgenommen worden sind von Matthias Eder im Phonogrammarchiv, da habe ich mir auch die Lizenzen eben extra besorgt, damit ich damit arbeiten darf und habe die jetzt der Künstlerin und Musikerin Jerry Sunkist gegeben und den Modedesigner und DJ Das M, eben genau das, was du jetzt eigentlich gesagt hast, verjazzt. Ich habe auch ästhetische Vorgaben gegeben, also ich wollte halt eine Techno-Version haben, beziehungsweise Industrial, weil mir eben wichtig war oder immer noch ist, diese Bräuche, die mich wahnsinnig faszinieren, die es überall gibt in Österreich und auch auf der ganzen Welt, aber dass es möglich ist, irgendwie so einen Transfer damit zu gestalten, eine Aneignung, ein Reenactment, ein Remix, eine Veränderung, muss sich vielleicht ja dann gar nichts verändern dabei, aber einfach so eine Möglichkeit, irgendwie so neue Räume zu schaffen. Ja, ich glaube, es sind insgesamt eben diese Aneignungen, die man ja quer durch die Geschichte beobachten kann, dass eigentlich jede Generation wieder sich Traditionen neu aneignet, zum Teil umgestaltet, zum Teil ablehnt und damit Lebendigkeit schafft durch diese neuen Aneignungen und dass meistens die älteren Generationen das Ganze nicht mehr so sehen wollen oder auch ein bisschen betroffen sind. Das fängt beim Kirchenlied an oder beim Aufputzen eines Christbaums und das geht natürlich in alle Lebensbereiche weiter. Man erlernt ja selbst zu Kinderzeiten Bräuche, Verhaltensweisen etc., die man als gut und richtig unreflektiert übernimmt. Und solange man sie nicht reflektiert, hält man sie für gut und richtig. Und man nimmt sie erst wirklich wahr, wenn jemand was anderes macht. Der Tanz, dieser Gruppentanz Männer und die Schrittfolge erinnert doch jetzt Parallelitäten zu Tänzen, jetzt, wie man sie von Naturvölkern kennt. Wie weit geht eigentlich die Erforschung zurück zu den, jetzt wenn man sagt, es kommt aus dem Venezianischen, wie weit hat man eigentlich jetzt zurückgeforscht oder woher diese Tanzformen jetzt vielleicht ursprünglich kommen? Heute ist man wissenschaftlich der Meinung, dass man keine Bögen außerhalb Europas oder in Urzeiten schlagen darf. Das war eben die große Sache der 1920er und 1930er Forschung, die da eben auch sehr biologistisch, rassistisch geprägt war.
zum Venezianischen war es so, dass ich das Glück gehabt habe, dass die Universität Salzburg noch ein seltenes Exemplar, eine dreibändige Veröffentlichung eines Wolfenbüttler Bibliothekars aus den 1860er Jahren besitzt, der über viele Jahre in seinen Ferien in Venedig alle Akten, die den Fondo Cordello Tedeschi, also das Handelshaus der Deutschen betreffen, ausgearbeitet und gesammelt und eben dokumentiert hat. In diese Gesetzessammlung bin ich eingestiegen und die Salzburger Kaufleute waren ja seit der Mitte des 14. Jahrhunderts ganz wesentliche Vertreter des Deutschen Reiches in Venedig, haben dort neben den Fuckern, muss man sagen, das war das Besondere, ein Anrecht auf zwei Kammern gehabt. Also die Kammern waren so die Zuteilungen quasi der Kontors, der Lagerräume, der Büroräume und auch der Wohnräume. Und nur die Fugger und nur die Salzburger Händler haben zwei Kammern gehabt. Waren also ganz wesentliche Händler, die über Saumhandel nach Norden gebracht haben. Und diese Saumhändler waren eigentlich ganz wesentliche Kulturtransferpersonen, weil die großen Handelshäuser eben ihre fix zusammengestellten Säumerkolonnen gehabt haben, die vor allem im frühen, im späten Winter und vor allem im Frühsommer über die Alpen gegangen sind, so 30 zu 40 mit Saumtieren, von denen jedes 120 bis 180 Kilo oder Liter von etwas getragen hat. Und da war ein unglaublicher Kulturtransfer. Und genau in diesen Alpentälern, wo dieser Kulturtransfer stattgefunden hat, fangen zur Zeit, wo der Saumhandel abkommt, eben mit der Zeit 1550, 1600, fangen die ersten Nachrichten über diese Maskenbräuche an. Und da haben wir die ersten schriftlichen Nachrichten in den Gerichtsakten, dass dann plötzlich festgestellt wird, dort gibt es Maskenläufe und die werden in den ersten Akten noch mit italienischen Bezeichnungen bezeichnet. Wir erfahren aus diesen Gerichtsprotokollen eigentlich nur, dass es Gruppen von Menschen waren, die durch die Landschaft gelaufen sind, die Larven aufgehabt haben, die Kostüme gehabt haben, die in Baden gelaufen sind, Schirche und Schöne, das erfahren wir ebenfalls daraus, dass sich Männer in Frauenkleider und Frauen in Männerkleider verkleidet haben, weil das verboten wird. Und das sind unsere eigentlichen Quellen und das sind die Quellen des neuen Hereinkommens. Und im Laufe von 100 Jahren entwickelt dann die Salzburger Bevölkerung dafür Ausdrücke und bezeichnet dann alle diese Masken plötzlich als Bärt. Also das Dresden ist ein stampfendes, ein klopfendes Stampfen, ein Klopfen und Hämmern, das dann in den Tanzschritt übernommen worden ist und es gibt keine Erklärung dafür, wofür dieses Stampfen war. Und einen Bezug kann man nur schlagen, in weiten Teilen südlich der Alpen heißt der ausgetretene Rest der, nach dem Weinpressen der Dresdner oder Treber. Dresdner oder Treber eben, ja. Und auch der Schritt des Weinaustretens wird auch Dresden bezeichnet. Wir sind ja der Meinung, dass diese Streifen auf den Stutzen, genauso wie das Taschentuch, Überreste oder Missverständnisse aus einer anderen Kultur sind, dass sie nämlich Missverständnisse der Rokoko, der Barock- und Rokoko-Trachten sind, wo man ja vom Schuh hinten von dieser Schlaufe weg Bänder hinaufgebunden hat, die die gewebten Strümpfe fixiert haben, die man in der Kniekehle dann mit einer Masche angebunden hat. Und genauso ist die Culotte, also die Kniehose, unter dem Knie wieder mit einer Masche zusammengebunden worden. Wenn ich jetzt in einer anderen Kultur, in einer anderen Zeit, eben im 18. Jahrhundert, das interpretiere, verstehe ich das Ursprüngliche nicht mehr und mache das nach meinem Verständnis draus, wie ich es mir vorstelle. Und das Taschentuch, das heute von manchen Gruppierungen ja als ein magisches, gespenstisches Ding, Requisite gedeutet wird, das ist das Prunktaschentuch der adeligen Herren, das eben in den Ring eingezogen war, mit dem man kokettiert hat, eine geheime Sprache zu den Damen entwickelt hat und Ähnliches. Also es sind einfach die Umdeutungen, missverstandene Umdeutungen einer anderen Kultur. Diese Bandeln vor dem Gesicht. Ich denke, die sollen nur die Identität des Tänzers verhüllen, damit man nicht sieht, wer steckt denn hinter dieser Maske. Das würde aber bedeuten, dass auch Frauen sich als für den Restaurant-Tanz bewerben. Können wir nicht. Nun, ich sehe das gar nicht so eng eigentlich. Warum nicht einmal ein Mädel dazu nehmen beim Tänzern? Müsste man mit den Tänzern selbst einmal besprechen, wie sie dazu stehen. Aber ich als Leiter der Tanzgruppe und als Vorstand der Alpine Salzburg habe damit eigentlich kein Problem. In Stuhlfelden gibt es eine Dresdner Frau.
als Wandgemälde von der Künstlerin Diana Prislea. Aber wer weiß, vielleicht wird sie bald lebendig.